Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ihr seht schon richtig, heute wird Cats gespielt und vielleicht gibt es ja heute das Comeback des Jahres. Das liegt ganz an euch, denn ich möchte gerne von euch wissen, ob ihr eigentlich noch Cats-Videos sehen wollt. Denn ich habe in den Kommentaren sehr, sehr oft gelesen, hey Danny, wann kommt wieder ein Cats-Video? Hey Danny, machst du mal wieder Cats-Videos? Und ja, ich habe es tatsächlich gelöscht gehabt, das Spiel, von meinem iPhone. Jetzt spiele ich es auf meinem iPad, deswegen ist auch das Format hier etwas anders. Und ja, ich musste mich hier etwas wieder einleben in das Spiel. Ich habe damals aufgehört, weil es für mich einfach keine Neuerungen mehr gebracht hat. Es war einfach langweilig, weil man einfach nur mehr ein Prestige, dann das nächste Prestige und dann das nächste Prestige erreichen musste. Und da gab es einfach nichts Neues. Deswegen habe ich mir jetzt gedacht, nachdem ich so viele Kommentare gelesen habe, hey Danny, lass dir einfach mal runter und schau, ob dieses Spiel irgendwas noch drauf hat, ob dieses Spiel so viele coole Neuerungen gebracht hat, dass es jetzt das wert ist, nochmal total reinzusuchten. Und ja, ich muss sagen, ich habe jetzt nicht so viele Neuerungen mitbekommen bis jetzt, aber schreibt mir gerne mal bitte in die Kommentare, was ich so verpasst habe. Cats hat ja auch übrigens 2017 den Award für das beste Spiel im App Store erhalten, was ich auch richtig, richtig cool fand. Denn es ist ja auch ein richtig cooles Spiel und ja, die erste Neuerung, was ich so gefunden habe, ist, dass es jetzt einfach bis Prestige 60 geht. Bis Prestige 60. Ich glaube, damals, als ich aufgehört habe, ging es bis Prestige 20. Und das war auch kurz vorher ein Update. Vorher ging es nur bis Prestige 10. Und das ist schon richtig krass, dass es jetzt bis Prestige 60 geht. Denn man muss ja trotzdem noch in der Rangliste hier, also in der Meisterschaft, hier immer bis zu Stufe 24 kommen, dass man Prestige klicken kann, was schon richtig krass ist, was auch richtig, richtig lange dauert. Und ja, vielleicht werden wir es ja wieder schaffen, dass wir jetzt ein Prestige schaffen. Wir sind ja momentan auf Prestige, wo steht das? Ich habe komplett den Überblick verloren, auch irgendwie hat sich das Interface etwas verändert. Wir sind momentan Prestige 9, haben also bald Prestige 10 erreicht und meine Haare momentan. Keine Ahnung, ich muss mir die, glaube ich, mal wieder schneiden. Die stehen hier irgendwie herum, aber egal. So, wir starten gleich mal in die Meisterschaft, Leute. Vielleicht können wir heute in diesem Video ein Prestige schaffen, denn als ich das Spiel wieder neu gestartet habe, habe ich es eigentlich sehr, sehr leicht gefunden, hier, also nicht Prestige, eine Stufe, also eine Liga aufzusteigen, meine ich natürlich, nicht Prestige zu schaffen. Fand ich es eigentlich sehr, 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 sehr leicht. Ich habe, glaube ich, 10 Minuten das Spiel gestartet und bin schon wieder eine Liga direkt aufgestiegen. Vielleicht schaffen wir das wieder, aber wir haben ja schon einen Kampf verloren. Aber ich habe gerade vorhin gesehen, dass wir ja ein Upgrade bekommen haben. Ein Stärke-Upgrade. Das können wir eigentlich auf die Doppelrakete schmeißen. Das kostet zwar extremst viel, 55.000, aber wir haben ja so viel. Deswegen können wir uns das easy leisten. Körper haben wir hier eigentlich keine ordentlichen, bis auf die hier. Für Klinge, okay, gar nicht so schlecht. Aber jetzt habe ich eh schon einen guten Angriff. Haben wir irgendein ordentliches Rad? Nö. So, ich habe auch, doch, ich habe noch Diamanten. Deswegen sollten wir uns fast eine Kiste holen. Aber schauen wir mal, wie weit wir jetzt in der Meisterschaft kommen. Wir haben jetzt Doppelraketen etwas verbessert. Und so können wir schon den ersten besiegen. Vielleicht auch den, gegen den haben wir auch verloren vorhin. Nee, den schaffen wir nicht. Vielleicht, wenn ich die Klinge verbessere. Aber mal schauen, was wir hier sonst noch für Gegner haben. Denn, ja, es wäre blöd, wenn mich alle Gegner hier umdrehen oder weit wegschubsen, dass ich mit der Klinge keinen Schaden machen kann. Somit schauen wir mal. So, den schaffen wir auch easy. Fünfter Kampf. 4 Siege haben wir schon. Und es sieht eigentlich ziemlich gut aus, dass wir hier direkt aufsteigen können. Es sieht ziemlich gut aus. Und schreibt mir auch mal gerne bitte in die Kommentare, ob ihr noch Cats spielt, was für ein Prestige ihr habt und, ja, was sich eben so verändert hat, was ich verpasst habe. Okay, der könnte schwierig werden. Der sieht leicht aus. Es sind eigentlich nicht... Okay, gegen die haben wir schon gewonnen. Also könnten wir es schaffen. Wir könnten es wirklich schaffen. Wir müssen nur schauen, was wir hier upgraden. So, eine Klinge auf Schleicher. Okay, dann werde ich die einfach upgraden. Wir schmeißen auch da noch was rauf, weil... Ja, er hat plus 40%, wenn er auf einem Schleicher ist. Das ist nicht so schlecht. So, nein, den nicht. Das ist ein grünes Teil. Und dann hauen wir natürlich noch das Stärke-Upgrade drauf und dann werden wir das schon irgendwie schaffen. So, da haben wir auch einen legendären. Okay, nö, sieht nicht so cool aus. So, plus 46 und jetzt geben wir auch noch das rauf und dann hat er nochmal 176 Angriff mehr. Wir haben schon 11 Kämpfe gewonnen. Wir müssen nur noch 3 gewinnen, damit wir direkt aufsteigen. Schauen wir mal, ob sich das ausgeht. So, gegen den Mali gewinnen wir mal. Blood Raven, wie sieht es bei dir aus? Komm, da brauchen wir noch einiges. Vielleicht mehr Leben. Okay, gegen den schaffen wir es auch. Somit, und wie sieht es mit dem André aus? Yes, gewinnen wir auch. Das heißt, wir müssen nur noch gegen einen gewinnen. Okay, gegen den auch.
Gegen die haben wir schon alle gewonnen. Wieso steht da... Achso, okay, ich verstehe schon. Ich verstehe schon. Die, was keine Medaille haben, gegen die... Die, was eine Medaille haben, gegen die muss ich noch gewinnen. Und alle anderen habe ich schon gewonnen. So, wir haben eigentlich... Sind hier Erster. Wir müssen nur noch einen Kampf gewinnen. Gegen den Typen hier. Und der ist eigentlich richtig schwierig, denn der hat richtig, richtig viel Leben. Und mein Ballon hebt den zu wenig auf. Der hebt den einfach zu wenig auf. Was kann ich dagegen machen? Mehr Angriff wird schwierig. Mehr Angriff wird richtig schwierig. Außer wir graden das hier ordentlich ab. Auf Doppelrakete plus 30%. Nö. Wie sieht es mit dem aus? Da bekommen wir... Ja, wir benutzen das sowieso nicht. Hauen wir drauf. Ja, Leute, falls ich hier irgendwas falsch mache, schreibt es mir sofort in die Kommentare. Wie gesagt, ich bin noch richtig... Ich muss mich noch einfühlen in das Spiel. So, da haben wir auch gleich mal mehr Leben. Alle grünen Teile kann ich ja eigentlich upgraden. Die werde ich noch länger benutzen hier. Na, den will ich irgendwie nicht. Wie viel hat der? Okay, weil ich habe ja auch sehr, sehr viele Teile, die hier die Energie upgraden. Deswegen möchte ich da nichts machen. Yes, Leute, wir haben es geschafft. Wir haben genug Leben jetzt. Und jetzt sollten wir eigentlich direkt aufsteigen. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass wir das noch zustande bringen. Aber jetzt sollten wir eigentlich direkt aufsteigen. So, Bad Rill, dich haben wir besiegt. Fred, YouTube, LOL, 19. Kein Problem. Zum Glück haben wir die Doppelraketen montiert. Genau deswegen, wegen solchen Brocken, haben wir die Doppelraketen montiert. Und somit sollten wir eigentlich aufsteigen. Was ich ziemlich cool finde. Ja, Leute, ich hätte es nicht erwartet. Wie gesagt, ich habe das Spiel erst vor kurzem wieder runtergeladen. Ich habe es ewig nicht mehr gespielt. Ich glaube, es ein halbes Jahr nicht mehr. Wie gesagt, ich habe es komplett deinstalliert. Ich hatte es vorhin auf dem iPhone und es ist kein Problem gewesen, meinen Spielstand dann auf das iPad zu bringen. Wenn man das Ganze mit iCloud verbunden hat, läuft das alles super. Da wird man zu Beginn gefragt, ob man seinen alten Account weiterspielen will oder ob man seinen neuen machen möchte. Ich habe natürlich den alten hier weitergespielt und somit steigen wir gleich mal direkt auf. Auf Liga. Welche sind wir jetzt? Ich glaube, wir steigen Liga 14 auf. So, wir bekommen eine legendäre Kiste, eine Superteile-Kiste, wenn das so heißt. 5 Juwelen, 17.000 Gold und einen Skillpunkt. Ich habe so viele Skillpunkte, Leute, die sollte ich auch mal irgendwann aufbrauchen. Das ist richtig krass, denn ich weiß nicht, was ich skillen soll. So, wir steigen hier auf Liga 12 auf, dass ich da auch mal im aktuellen Stand bin in meinem Kopf. So, wir nehmen das hier, schauen gleich mal, was in der legendären Kiste drinnen ist. Okay, Schrotflinte, 100, plus 120% für Brocken. Naja, ist nicht so geil. Oh, da ein Brock mit 120% für Klinge. Das ist nice. Den finde ich nice, denn da kann man sich was ordentliches bauen. Und ein Angriffswerkzeug habe ich auch noch bekommen. Sehr, sehr gute Kiste. Eine ultimative Kiste haben wir auch. Planierraupen, Stützknäufe. Die kann ich jetzt upgraden. Habe ich die aber irgendwo drauf? Ich glaube, die habe ich auf meinem Feuerwehrwagen. Nur den spiele ich eben nicht. So, wo ist der Feuerwehrwagen? Ja, da habe ich die. Können wir verbessern? Ja, so, plus 360 Leben. Und hier haben wir auch noch ein Ticket, da können wir gleich mal der Liga beitreten. Ich weiß, es ist nur ein Ticket, Leute, aber na gut. So. Yes, wir schaffen natürlich gegen den ersten Gegner zu gewinnen. Und ich bin da irgendwie noch mit dem Kopf draußen, wo ich jetzt hinschauen muss, dass ich hier weiß, dass ich gewinne. Das hatte ich eigentlich schon ziemlich gut drauf, weil nach dem ultimativen Kämpfen, als die rausgekommen sind, habe ich ja meine Cats-Karriere an den Nagel gehängt. Aber wie gesagt, heute gibt es möglicherweise das Comeback des Jahres. Schauen wir mal. So, ob wir gegen den gewinnen, wenn dann nur mit dem. Oder auch mit dem, aber er friert uns ein und er hat sehr, sehr viel Leben. Ich probiere es einfach mit dem, weil wir haben hier den Haken. Ah, okay, wenn die Maschine... Ah, verdammt, ich bin so blöd. Und was hat denn er für einen Wagen? Das war jetzt dumm von mir. Das war richtig, richtig, richtig dumm von mir. Oh, der hat eine Heilung, Das sieht blöd jetzt aus für mich. Okay. Ich hätte dann nicht auf weiter drücken sollen. Ach, wieso auch? Das war jetzt richtig blöd von mir. Und es gibt auch Gratiskisten, die sind jetzt hier versteckt. Die waren ja ansonsten immer draußen. Also die waren dort bei dem Hauptscreen, wo der Wagen steht, wo die Katze daneben steht. Und wenn ihr vielleicht aufgepasst habt, ich habe auch meine Katze passend zur Jahreszeit hier dekoriert. Ich habe ihr einen Hexenoutfit gegeben, wegen Oktober, wegen Halloween. Ihr wisst ja Bescheid, Leute. Ja, na gut, das war eigentlich eine sehr, sehr gute Folge. Das war eigentlich eine gute Folge, um hier wieder bei Cats einzusteigen. Wir sind gleich direkt aufgestiegen
Und ich könnte vielleicht noch Prestige 10 bringen. Ich hätte so gedacht, dass wenn ich wieder Cats-Videos mache, vielleicht ein-, zweimal die Woche. Natürlich gibt es Pixelgun und alles andere gibt es noch, Leute. Aber so ein, zwei Videos die Woche oder vielleicht mal ein Stream kann ich natürlich mal machen. Ja, wie findet ihr das? Schreibt mir das bitte in die Kommentare. Und nicht vergessen, einen Daumen nach oben zu geben. Falls du neu bist, würde ich mich natürlich sehr, sehr, sehr über ein Abo von dir freuen. Und ja, unbedingt die Glocke aktivieren, damit du das nächste Video nicht verpasst. Vielen Dank fürs Zusehen. Und ja, Leute, ich bin dieses Wochenende auf der Game City in Wien. Am Samstag und am Sonntag werde ich jeweils am Saturnstand streamen. Falls ihr Bock habt, kommt doch vorbei. Wäre cool, mit euch zu plaudern. Ja, wir sehen uns hoffentlich dort. Falls nicht, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's auf alle Fälle gut und haut rein. Ciao!